Da wir es in der Physik recht häufig mit ausgeglichenen und unausgeglichenen Kräften zu tun haben werden, wollen wir in diesem Video genau dieses Konzept noch ein bisschen üben. Ich werde dir hier gleich 5 Szenarien aufzeichnen, mit den entsprechenden Kräften, die in den Szenarien wirken. Und dann guckst du dir an, welche Kräfte dort wirken und entscheidest, ob das ein Kräftegleichgewicht ist oder nicht. Und danach gehen wir nochmal zusammen alle 5 Szenarien durch. Also fangen wir doch am besten mal mit dem ersten an. Stellen wir uns mal vor, das hier ist eine Grasnarbe oder Graskante und darauf liegt, wie so oft, ein Stein. So, das soll schon das ganze Szenario an sich sein. Schauen wir doch mal, welche Kräfte wirken. Es wirkt einmal die Erdanziehungskraft oder auch das Gewicht des Steins wirkt nach unten. Sagen wir mal, es wären 5 Newton. Und da sich der Stein ja nicht in die Richtung beschleunigt, in die sein Gewicht oder die Erdanziehungskraft wirkt, wissen wir, dass es auch noch eine Normalkraft geben muss. Und da nichts mit dem Stein passiert, muss diese Normalkraft genauso groß sein. Also ist diese auch 5 Newton groß. So, schauen wir uns nochmal Szenario Nummer 2 an. Wir nehmen wieder eine Graskante und sagen wir einfach, da liegt der gleiche Stein drauf wie eben. Ah, sieht ein bisschen anders aus, aber stellen wir uns mal vor, es wäre der gleiche Stein wie in Szenario Nummer 1. Auch hier wirkt, wie eben schon, das Gewicht oder auch die Erdanziehungskraft mit 5 Newton nach unten. Und es wirkt eine Normalkraft von 5 Newton nach oben. Und zusätzlich zu diesen beiden Kräften haben wir hier noch jemanden stehen. Und der möchte diesen Stein jetzt bewegen. Er drückt in eine Richtung, in diese Richtung. Und zwar sagen wir mit 2 Newton. Allerdings besteht zwischen dem Stein und der Grasnarbe ja noch die Reibung. Und diese Reibung wirkt ja auch eine Kraft aus. Und zwar entgegengesetzt der Drückrichtung unseres Menschen hier. Und nehmen wir mal an, dass die Reibung ebenfalls 2 Newton groß ist. Das soll unser Szenario Nummer 2 sein. Machen wir Nummer 3. Oder warte, ich schreibe dir am besten nochmal hin. Das ist das hier. Das ist die Reibung. Für die meisten erscheint das halt immer nicht, ist das nicht so intuitiv, dass die Reibung auch eine Kraft ist. Deswegen lieber zu genau nochmal alles hinschreiben. Also, machen wir weiter. Szenario Nummer 3. Wieder unsere Grasnarbe und darauf wieder unser Stein. So, auch hier wieder. Der Stein wiegt ja immer noch gleich viel, also noch die gleiche Kraft, die in Richtung des Erdmittelpunkts gerichtet ist, von 5 Newton. Und auch immer noch, wir sollten die gleichen Farben nehmen, und immer noch die gleiche Kraft, die dem entgegensteht, auch mit 5 Newton, die Normalkraft. Und jetzt nehmen wir mal an, dass unser Mensch von eben aus Szenario Nummer 2 sich jetzt noch ein bisschen stärker gegen den Stein lehnt und auch mit ein bisschen mehr Kraft gegen den Stein nach rechts drückt. Und zwar sagen wir, jetzt schafft er es, 3 Newton auf den Stein auszuüben. Und unsere Reibung hatten wir eben schon. Unsere Reibung wirkt mit 2 Newton nach links. Ich schreibe es nochmal hin. Das ist unsere Reibung. So, das ist Szenario Nummer 3. Gehen wir nochmal über zu Nummer 4. Hier ist unsere Grasnarbe und diesmal, Überraschung, der Stein liegt nicht auf dem Boden, sondern er ist hier oben in der Luft. So, welche Kräfte wirken denn in diesem Fall? Es wirkt wie immer, da der Stein ein Gewicht hat, eine Kraft von 5 Newton nach unten. Und in dem Fall, in diesem speziellen Fall, sagen wir es mal so, vernachlässigen wir mal nicht, dass es ja auch noch Luftwiderstand gibt. Die haben wir hier oben natürlich vernachlässigt. Aber in dem Fall vernachlässigen wir sie mal nicht und sagen, der Luftwiderstand oder sozusagen, du kannst auch sagen oder zum Vorstellen, der Luftwiderstand ist ja die Reibung der Luftpartikel, die hier unten sind. Hier sind ganz viele kleine Luftpartikel und die reiben ja alle an dem Stein. Und diese Kraft, diese Reibungskraft, ist 1 Newton. Schreiben wir es auch nochmal hin. Luftwiderstand.
Widerstand. So, das soll unser Szenario Nummer 4 sein. Und ein letztes haben wir noch, Nummer 5. Und diesmal stellen wir unseren Stein wieder auf den Boden. Und da er immer noch gleich schwer ist, wirken immer noch 5 Newton nach unten. Und es wirken immer noch 5 Newton der Normalkraft dem entgegen. Und wir haben wieder unseren Menschen von hier oben, der gegen den Stein gegendrückt. Immer noch mit der gleichen Kraft von 4 Newton. Nee, was hatten wir? Nee, sagen wir diesmal drückt er stärker. Sagen wir diesmal drückt er wirklich mit 4 Newton. Beim letzten Mal waren es ja nur 3. Und auch hier haben wir wieder die Reibung. Die zeichne ich ja jetzt noch nicht ein, weil wir zusätzlich dazu nämlich noch jemanden haben, dem das nicht gefällt, dass sich der Stein in die Richtung bewegt. Deswegen drückt er einfach mal in die andere Richtung. Also haben wir einmal die Kraft von ihm. Sagen wir, er drückt mit einem Newton nach links. Und wir haben auch noch die Reibung, die ihm ja auch noch zu Hilfe kommt. Macht dann also. Ups, das war nichts. Nochmal. 2 Newton von der Reibung, 1 Newton von unserem Menschen, der in die andere Richtung drückt, macht insgesamt 3 Newton. So, jetzt machst du am besten, pausierst du am besten gleich das Video, wenn ich kurz nicht spreche. Und dann denkst du nochmal drüber nach, in welchem dieser 5 Fälle besteht ein Kräftegleichgewicht? Also in welchem Fall lösen sich alle Kräfte gegenseitig auf? Und in welchem Fall gibt es irgendwo eine Kraft, die im Endeffekt als Überschuss da ist und dadurch den Stein zum Bewegen bringen würde. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Schauen wir uns doch mal das erste Szenario an. Wir haben unseren Stein, es drücken 5 Newton nach unten und wir haben eine Normalkraft von 5 Newton, die dem entgegenwirkt. Das heißt, 5 Newton in beide Richtungen, da die Kräfte exakt gegeneinander gerichtet sind, also entgegengesetzt, neutralisieren sich die beiden Kräfte, da sie ja auch gleich groß sind und der Stein bleibt einfach liegen. Hier haben wir also ein Kräftegleichgewicht. Wir haben ausgeglichene Kräfte. So, schauen wir uns Szenario Nummer 2 an. Wieder haben wir in die vertikale Richtung einmal die Kraft der Erdanziehung oder die Gewichtskraft des Felsen und dem entgegen 5 Newton Normalkraft vom Boden. Also in die vertikale Richtung bewegt er sich definitiv nicht. Und wir haben hier einen Menschen, der mit 2 Newton von links nach rechts gegen den Stein drückt mit einer Kraft von 2 Newton. Allerdings ist die Reibung auch 2 Newton und somit, da die Reibung entgegengesetzt der Kraft unseres Menschen wirkt, wird die Kraft auch in waagerechte Richtung komplett neutralisiert. Also auch in dem Fall wird sich der Stein kein bisschen bewegen. So, Szenario Nummer 3. In die vertikale Richtung bleibt wieder alles wie bei den ersten beiden Szenarien. Keine Bewegung, da 5 Newton und 5 Newton direkt entgegengesetzt sich neutralisieren. Aber da unser Mensch diesmal ein bisschen stärker drückt als vorher, ist die Kraft der Reibung nicht mehr ganz so groß wie seine eigene Kraft, wirkt aber immer noch dem entgegen. Also bleibt hier noch eine Kraft von 1 Newton nach rechts übrig. Hier haben wir also kein Kräftegleichgewicht. 1 Newton, da machen wir es mal offensichtlicher, 1 Newton wirkt in die rechte Richtung. So, machen wir hier hinten weiter. Wir haben die Kraft, die aufgrund seines Gewichts, also aufgrund des Gewichts des Felsens entsteht, die mit 5 Newton in Richtung Erdmittelpunkt wirkt. Und die Luftpartikelchen, diese ganz vielen kleinen Luftpartikelchen, wirken eine Kraft von 1 Newton in die entgegengesetzte Richtung aus. Sie wollen ihn also aufhalten. Aber da er so schwer ist und eine so große Kraft auswirkt, schaffen sie das leider nicht. Und 5 Newton minus 1 Newton bleiben noch 4 Newton, die weiter in Richtung Erdmittelpunkt drücken. Der Stein fällt also effektiv spätestens so lange, bis er den Boden berührt. So, haben wir noch ein Szenario über, Szenario Nummer 5. In die vertikale Richtung tut sich wieder sehr wenig. Wir haben 5 Newton, die direkt nach unten gerichtet sind. Wir haben 5 Newton Normalkraft, die direkt nach oben und dem entgegengesetzt gerichtet sind. Damit neutralisieren sie sich beide. Und in die waagerechte Richtung drückt unser Manikiken hier links ein kleines bisschen stärker, als das Manikiken rechts zusammen mit der Reibung an Kraft aufbringen kann.
Es sind ja nur 3 Newton, die nach links drücken, aber 4 Newton, die nach rechts drücken. Also haben wir wieder kein Kräftegleichgewicht. Es bleibt 1 Newton übrig, das nach rechts wirkt.